2011 ging das große Rätselraten los. Ein Schatzsucherteam hatte ein geheimnisvolles, riesiges Objekt auf dem Meeresboden zwischen Schweden und Finnland in der Ostsee entdeckt. Sein geschätzter Durchmesser 60 Meter und es ranken sich viele mysteriöse Theorien um das angeblich versteinerte UFO, das dem rasenden Falken von Star Wars ziemlich ähneln soll. Ist diese sogenannte Ostsee-Anomalie tatsächlich bereits 140.000 Jahre alt und besteht aus Materialien, die es hier in der Natur gar nicht gibt? Also Fragen über Fragen und die Antworten, die gibt es jetzt bei Klicksum Science and Fiction. Herzlich willkommen zu Klicksum und was soll ich sagen, wieder ein Themenvorschlag von WhatsApp. Fest steht, in der Baltischen See, nördlich der schwedischen Insel Åland, liegt in einer Tiefe von etwa 80 Metern ein gigantisches, kreisrundes Objekt. Das hat ein schwedisches Schatzsucher, das Ocean Team X, im Juni 2011 entdeckt. Und weil sie nicht wussten, was das rätselhafte Objekt wirklich darstellt, nannten sie es Ostsee-Anomalie. Ein ferngesteuertes U-Boot machte später Bilder mit einer Unterwasserkamera und mehr Details kamen ans Licht. Das Objekt scheint rund zu sein, also wirklich kreisrund, allerdings mit einem 90-Grad-Winkel und an einer Stelle scheint man sogar eine Treppe zu erkennen. Obendrauf befindet sich eine Art Kuppel. Ja, ihr könnt euch vorstellen, dass Mystery-Fans, Esoteriker und Verschwörungstheoretiker ausflippten, als sie diese Ergebnisse auf einer Pressekonferenz vorstellten. Doch das Team der Schatzsucher betonte schon damals, dass sie keine Ahnung hätten, was sie dort gefunden hatten. Keineswegs bestand das Team darauf, dass es sich um ein UFO handelt. Doch das macht die UFO-Gemeinde noch hellhöriger, genauso wie die Aussage der Schatzsucher, dass ihre Instrumente in der Nähe der Ostsee-Anomalie verrückt spielen würden. Die Spekulationen gingen in alle möglichen Richtungen. Ein UFO, ein Asteroid, eine uralte Zivilisation oder Hinweise auf Atlantis. Aber auch die Star Wars Fans waren außer sich und glaubten an ein Millennium Fake. Hatte Han Solos Raumfrachter etwa einen Unfall gehabt und war trotz seines Hyperraumantriebs in der Ostsee gestrandet? Doch die Bilder der Unterwasserkamera waren eher verschwommen und unscharf und ließen eine genaue Analyse nicht zu. Es gab Spekulationen über eine Art Pfeiler, die Verschwörungstheoretiker auf den Bildern entdeckt haben wollten. Zu 100%iger Sicherheit konnte die Ostsee-Anomalie tatsächlich bis heute nicht identifiziert werden. Denn das ginge nur mit einer sehr kostspieligen Unterwasserexpedition. Auf einigen Seiten im Internet wird auf Taucher verwiesen, die im Mai 2017 Proben von der Ostsee-Anomalie bergen und analysieren konnten mit einem spektakulären Ergebnis. Demnach enthalten die Proben Metalle, die die Natur selbst nicht reproduzieren kann. Auch diese Expedition habe außerdem gezeigt, dass alle elektronischen Geräte in der Nähe des Tatorts versagen. Die Anhänger der sogenannten Ancient Aliens, also der altertümlichen Aliens, eine Unterabteilung der UFO-Fangemeinde quasi, glauben fest daran, dass Aliens die Erde vor langer Zeit besucht haben. Vor Zehntausenden von Jahren hätte der außerirdische Besuch der Menschheit überhaupt erst ermöglicht, sich weiterzuentwickeln. Doch was sagen seriöse Forschungsteams zu diesem ganzen, ja, zu diesen ganzen Spekulationen? Eine außerirdische Sensation können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ausschließen. Bei dem Gestein handelt es sich wohl um Basalt, also vulkanischen Ursprungs, und das würde zusammenpassen mit der Entstehungsgeschichte der gesamten nordbaltischen Region, denn hier haben vor allem Gletscherprozesse eine große Rolle gespielt. Konkret vermuten Forschungsteams hier sogenannte Dropstones. Steine sind wohl von den schmelzenden Eisschollen gefallen und auf den Meeresgrund gesunken. Möglicherweise könnte es sich auch um einen Vulkankrater handeln. Auch die Schatzsucher selbst sind mittlerweile der Meinung, dass es sich bei der Ostsee-Anomalie wohl um ein mineralisches Gebilde handelt. Ja, also, wenn ihr kein Video dazu und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, die YouTube-Abo-Box funktioniert ja nicht richtig, dann addet mich bei WhatsApp, nur dann verpasst ihr kein Video. Und über WhatsApp erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video täglich und garantiert. Einfach hier draufklicken, es geht auch mit anderen Messengern. Und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicksum Social Media abonnieren. Da geht es im neuesten Video um den Prozess über den Volkslehrer hier auf YouTube, ja, der ja die ein oder andere Verschwörungstheorie hier verbreitet. Dafür hier draufklicken, aber nicht die Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit dafür auch draufklicken. UFO-Sichtungen, da geht es um die staatliche UFO-Forschung in den USA. Bis dann. Bleibt dran.